Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Traffic Monsoon. Ich bin richtig aufgeregt, denn es geht um den Revolution Day. Der Revolution Day ist morgen, für morgen ist er angesagt. Und ich habe auf mein letztes Video, habe ich schon einige sehr interessante Feedbacks bekommen und einige interessante Anfragen, auch von Leuten, die keine Möglichkeit haben, hier dahin zu reisen zu diesem Traffic Monsoon Day, aber trotz allem hinter Traffic Monsoon stehen und auch ihren Beitrag dazu leisten wollen, beziehungsweise sich fragen, was kann ich tun, was gibt es, was ich tun kann, um das Ganze zu beschleunigen, um Traffic Monsoon zu helfen und natürlich um Traffic Monsoon so schnell wie möglich wieder online zu bekommen. Ganz klar gibt es und wird auch hier das Thema sein. Es gibt zwei verschiedene Dinge, die wir tun können, um Traffic Monsoon zu helfen. Und Nummer eins, welche wir haben, ist dieses Affidavit, das jetzt freigeschalten wurde. Wir haben die Möglichkeit, dieses hier runterzuladen, und zwar in drei verschiedenen Formen. Nummer eins in einem normalen Word-File, Nummer zwei in PDF-File und das dritte wäre dann das ungeschworene Affidavit. Und zwar geht es hier darum, dieses Affidavit ist eine eidesstaatliche Erklärung. Also ihr werdet auch unterhalb von diesem Video, werdet ihr dieses Affidavit, die Übersetzung dieses Affidavits, könnt ihr unterhalb von diesem Video nachlesen in Deutsch, damit ihr ganz genau versteht, was hier geschrieben ist. So, jetzt gibt es gewisse Punkte darin, die vielleicht mit euch nicht übereinstimmen, also beziehungsweise mit eurer Einstellung oder mit eurer Sichtweise. Und die könnt ihr ändern, beziehungsweise die könnt ihr auch rauslöschen. Wenn ihr das Ganze in einem Word-File runterladet, könnt ihr das Ganze nachher bearbeiten und dann erst ausdrucken. Seid ihr mit allen Punkten einverstanden, könnt ihr das Ganze als PDF-File runterladen. Habt ihr keine Möglichkeit, sei das jetzt finanziell oder sei das zeitlich, dieses Dokument nachher auch beglaubigen zu lassen durch einen Notar, dann müsst ihr das hier runterladen. Es ist einfach so, dass in Amerika eine gewisse, dass dieses Dokument wirklich vollwertig zählt, muss es notariell beglaubigt sein. Ja, das sind so diese drei Möglichkeiten, die wir haben. Jetzt, wie gehen wir vor? Wir nehmen dieses Dokument, drucken es aus und dann machen wir einen Termin bei einem Notar. Und dann füllen wir diesen ganzen Text hier aus. Also ihr könnt es sehen, es ist nicht wirklich viel. Hier der Name rein, das Datum, dann hier die Unterschrift von euch und hier kommt die notarielle Beglaubigung rein. Und sobald ihr das Ganze dann habt, geht ihr damit nach Hause und scannt das Ganze ein und schickt diesen Scan hier an diese Adresse. tmlawdocument@gmail.com. Diese Affidavits, die werden da gesammelt und dann an die SEC weitergeleitet. Gut, soweit, so gut. Wie gesagt, ein sehr guter Freund von mir hat sich die Mühe gemacht und hat dieses ganze Affidavit übersetzt in Deutsch. Und es geht ja hier darum, dass man einfach der SEC zeigen kann, dass die Leute dahinter stehen und sagen, hey, wir sind keine Investoren, sondern wir haben hier lediglich Werbung gekauft und wir bekommen eine Vergütung daran. Diese Vergütung ist freiwillig, etc. etc. Also ihr schaut euch das Ganze an, lest es durch und wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Punkte zu beanstanden habt, dann könnt ihr sie rauslöschen, indem dass ihr das Ganze als Word-File runterladet. Da könnt ihr einfach diese Punkte rausstreichen, mit denen ihr nicht übereinkommt. Es gibt nämlich hier zum Beispiel diese 1500, ist ganz klar definiert, dass dieses Eingreifen von der SEC sich nachteilig auf unser aller Einkommen ausgewirkt hat. Sei das jetzt durch diese Vergütung von den Packs, sei das aber auch durch die fehlende Werbung, die ja jetzt nicht mehr geschalten wird, diese Werbung, die wir gekauft haben, die wird ja jetzt nicht mehr geschaltet,
Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber bei mir sind dadurch die Affiliate-Verkäufe und die Registrierung neuer Partner in anderen Geschäften drastisch zurückgegangen. Also um ein Vielfaches. Und auch das ist ein Schaden, der ist nicht ganz ohne. Also das darf man alles nicht so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Und nehmen wir diesen ganzen Schaden jetzt nur mal klein gesehen mal 10.000. Also da kommt schon gut was zusammen. Dann hier auch 1600 der Punkt. Meine Reputation hat seit dem Eingreifen der SEC nachhaltig gelitten. Diese Reputation ist gemeint, dass wenn du jemanden in dieses Geschäft gebracht hast und dieser Mensch dir jetzt den Rücken gekehrt hat, weil er gesagt hat, hey, in was für einen Scheiß hast du mich da reingeritten, dann ist das genau dieser Punkt, wo wir ja ebenfalls der Meinung sind, dass die SEC auch dafür gerade stehen muss, dass sie einfach so Traffic Monsoon vom Markt genommen hat. Und auch das sind solche Schäden, die wir alle zu tragen haben. Gut, aber wie gesagt, diese Übersetzung, die findet ihr unterhalb in dieser Videobeschreibung. Ebenfalls auch die Webseite, wo ihr dieses Affidavit runterladen könnt. Wichtig Nummer 1, dieses Affidavit runterladen. Je nachdem, ob ihr das braucht, diese einzelne Punkte rausnehmen, wenn ihr das wollt. Ansonsten noch nicht ausfüllen. Ab zum Notar damit, einen Termin machen beim Notar, das Ganze unterzeichnen lassen, beziehungsweise das ganze Formular ausfüllen und in seiner Anwesenheit und notariell von ihm beglaubigen lassen. Dann geht ihr nach Hause, dann scannt ihr das Ganze ein und schickt dieses, wie gesagt, hier an dieses tmlawdocument at gmail.com. Je mehr das machen, desto größer ist natürlich der Druck, der auf der SEC lastet, und desto größer ist auch das Bedrängnis dann, dass sie sich beeilen und Traffic Monsoon so schnell wie möglich wieder freigeben, weil auch das könnte ihrem Ruf von der SEC natürlich Schaden nehmen. Das ist Nummer 1, was wir hier machen können. Wie gesagt, dieses Affidavit ausdrucken. Ab zum Notar damit, das Ganze ausfüllen, unterschreiben, notariell beglaubigen lassen, zu Hause einscannen und an diese E-Mail-Adresse schicken. Und das Nummer 2, was wir machen können, ist, dass wir selber ein persönliches Video-Statement dazu abgeben, in dem wir ganz kurz und klar formulieren, welchen Schaden wir selbst von dieser ganzen Auswirkung von der SEC davon getragen haben. Also wie vorhin schon erwähnt, diese Reputation, also dass zum einen, dass man teilweise bei gewissen Leuten für unglaubwürdig jetzt gehalten wird, weil ja dieses Programm jetzt geschlossen wurde, einfach so. Diese Werbeeinnahmen, die fehlen. Dann natürlich auch der Glaube an die Gerechtigkeit, also der Glaube, dass man hier sich auf ein souveränes, zuverlässiges Geschäft verlassen hat und trotzdem aber einfach so ein Amt daherkommt und Laden einfach so schließt, Netzwerk zerstört, vielleicht sind Leute jetzt abgewandert, wie auch immer. Das sind alles Schäden, die wir zu tragen haben anhand von diesen Handlungen von der SEC, indem das die Traffic Monsoon einfach geschlossen hat. Achtet darauf, dass ihr dieses Video nicht länger als 2 Minuten macht. Also wirklich nur kurz und knapp. Seht zu, dass ihr das Ganze in Englisch verfasst, weil nur so macht es Sinn. Ansonsten brauchen Sie da noch irgendwelche Übersetzer etc. Und dann zieht sich das wieder hin, wenn da die Leute in 50 verschiedenen Sprachen ihr Statement hinschicken. Also seht zu, dass ihr das so gut wie möglich hinkriegt und da so ein Statement machen könnt. Wenn ihr so ein Video nicht machen könnt, ist auch nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, es wäre halt schön für die Leute, die sich das wirklich getrauen, die wirklich sagen, okay, ich stelle mich kurz vor die Kamera und spreche kurz da Englisch mein Statement dazu, dann wäre das natürlich absolut super. Gut, also das sind diese 2 Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Am besten das Ganze so schnell wie möglich umsetzen. Wie gesagt, morgen ist dieser Revolution Day
Und dann beginnen wir wirklich damit der SEC richtig Druck zu machen, ihnen wirklich zu zeigen, dass wir nicht tolerieren, dass sie Traffic Monsoon einfach so schließen und jetzt ja auch noch Geld wollen und das Ganze noch ausbeuten wollen. Also finde ich nicht okay, finden auch sehr viele Leute nicht okay und zwar rund um die Welt. Und deswegen stehen wir jetzt auf und tun was dagegen. Gut. Das ist meine Meinung. Wir werden gewinnen, bin ich mir ganz sicher, weil es gibt bei Traffic Monsoon, es gibt nichts vorzuwerfen. Auch noch ein kleiner Tipp von mir. Lasst diese ganzen Dummschwätzer und Nörgler einfach auf der Seite liegen. Wenn irgendwer das Gefühl hat, dass es Scam sei, egal, lasst sie ihre Meinung haben. Wir wissen, dass Traffic Monsoon ein richtig geiles Geschäft ist, mit Hand und Fuß, was völlig legal ist und welches der Mehrheit der Menschen einen riesengroßen Vorteil verschaffen kann und eine richtig, richtig absolut geile Gelegenheit ist, um global sich miteinander zu vernetzen und aus meiner Sicht heraus auch ein Schritt in eine bessere Welt. Denn es ist die Möglichkeit, dass auch hier jeder etwas aufbauen kann, auch wenn er recht wenig Mittel zur Verfügung hat. Gut, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, haut rein, Freunde! Tschüss!